Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick Besinnung für jeden Tag von Benno. Heute ist der 9. Mai. Wege zur Freude. Wald und freie Bergluft haben mich zur Furchtlosigkeit erzogen, zu gläubiger Lebensfreude und zu dankbarem Staunen vor aller Schönheit, zur Wissenschaft von der ewigen Wiederkehr des Frühlings. Ludwig Ganghofer. Danke fürs Zuhören. Gesegnetes Sein mit Gottes Segen. Evata.